Anfang 2017 startet der Skoda Kodiaq. Mit 4,7 Meter Länge ist das SUV das bislang größte Kompakt-SUV des VW-Konzerns. Wie der Audi Q2, der Seat Ateca und der VW Tiguan basiert das Auto auf dem modularen Querbaukasten. Wir haben das neue Kompakt-SUV bereits als getarnte Version in Norwegen gefahren. Die Form des Grills und der Scheinwerfer sind trotz der Tarnung schon gut zu erkennen. Da wir auch das ungetarnte Auto gesehen haben, können wir verraten, die Serienversion sieht ganz ähnlich aus wie die Studie vom Genfer Autosalon 2016. Zu den markentypischen Simply Clever Details gehört unter anderem ein Türkantenschutz. Eine etwa 15 cm lange Plastikleiste fährt automatisch aus, wenn man die Türe öffnet. So wird der Parkplatznachbar vor Beulen und Kratzern geschützt. Zum Start gibt es 5 Motoren, die im Wesentlichen aus anderen Autos des Konzerns bekannt sind. Die beiden 2-Liter TDIs leisten 150 und 190 PS. Auf der Benzinerseite steht ein 1.4 TSI mit 125 oder 150 PS sowie ein 180 PS starker 2.0 TSI. Später folgen noch ein 115 PS Diesel, ein Plug-in-Hybrid und sogar ein reines Elektromodell. Alle Diesel enthalten ein AdBlue-System, um die Euro 6-Norm einzuhalten. Man wird also das Additiv meist mehrmals im Jahr nachfüllen müssen. Der 190 PS Diesel kommt in Kombination mit Allradantrieb und DSG gut mit dem Auto zurecht. Doch der 1,68 Meter hohe Kodiaq wankt in der Kurve deutlich und kommt bei kleineren Schlenkerbewegungen mit dem Lenkrad schnell ins Schwimmen. Und das sogar, wenn man die Dämpfer in den Sportmodus bringt. Die Instrumente sind konventionell ausgeführt, das Active Info Display bleibt einstweilen dem Tiguan vorbehalten. Gleich groß wie beim Tiguan ist das 8 Zoll Display in der Mitte des Armaturenbretts. Vor dem Beifahrer gibt es eine große Zierblende, die es in unscheinbarem Plastik, aber auch in Alu, Holz und bei der Sportversion sogar in Carbon geben soll. Wir durften das Cockpit noch nicht filmen, es bleibt erstmal geheim. Zu den Stärken des Kodiaq gehört der großzügige Innenraum. Wie beim Tiguan lässt sich die zweite Sitzreihe verschieben. Ist sie in der hintersten Position, kann man hinten leicht die Beine übereinander schlagen. Anders als den Tiguan gibt es den Kodiaq auch als Siebensitzer. Der Kofferraum ist ebenfalls größer als bei den entsprechenden SUVs der Partnermarken. In den Fünfsitzer passen beeindruckende 720 bis 2065 Liter. Die zweite große Stärke des Kodiaq ist der Preis. Schon bei rund 25.000 Euro soll es losgehen. Das ist etwa ein Tausender weniger, als für den günstigeren Tiguan verlangt wird.